Leute, aufgepasst und liebe Netzbetreiber, aufgepasst. Ein mega cooles Feature, was unser DAI-Hybrid-Inverter kann. Ich zeige euch heute den DAI-Hybrid-Inverter ohne angeschlossener Batterie, wie er ein Asymmetric Phase Feeding vollzieht. Das heißt, der DAI schafft es, wenn du von E-Werk, von der Zuleitung asymmetrisch die Last ziehst, damit er diese aussymmetriert. Das ist ein mega cooles Feature, gerade für diejenigen, die was Probleme bei ihrem Netzzugang haben, dass sie sehr einphasig unterwegs sind. Ich zeige euch das jetzt schnell am E-Werkszähler. Ihr seht, es ist keine Batterie drauf. Als Beweis gehen wir rein. No batteries gesetzt. Und wenn ich hier reingehe, ich habe eine absolute symmetrische Last. Obwohl, wenn ich auf der Load-Seite schaue, hier auf einer Seite 1,2 kW zurückgespeist werden. Warum passiert das? In den Advanced Function hat der DAI-Inverter das Asymmetric Phase Feeding. Als Beweis gehen wir zu unserem E-Werkszähler, der was von EM24 von Victron ausgelesen wird. Für diejenigen, die was die alten Videos nicht kennen, ich habe hier direkt nach meinem E-Werksanschluss rauf den EM24 und dann eine Orge an Smart Meter. Und dieser Smart Meter wird mir hier angezeigt, bei meiner Visualisierung von meinem Victron Servosystem, und wir sehen es auch hier als Beweis, absolut drei Phasen asymmetrisch sind, obwohl ich die 2,4 kW, ich werde euch gleich das Gegenstück beweisen, in Form, dass ich in den Advanced Function das Häkchen hier weggebe, noch einmal kontrollieren, nicht noch einmal bestätigen, Häkchen ist weg, und wenn wir jetzt schnell reinschauen, wir sehen es schon auf einmal, aha, da schau her, absolut eine asymmetrische Bezugsquelle vom Netz. Wieder der Vergleich zurück zum EM24. Das ist jetzt der tatsächliche Verbrauch, hätte ich keinen DAI-Inverter, wenn ich aus dem Stromnetz die Energie ziehen würde. Also komplett asymmetrisch, da im Prinzip das, was E-Werksbesitzer und Netzbetreiber überhaupt nicht mögen, einphasige Belastungen vom Stromnetz, gewünscht ist natürlich immer eine schöne dreiphasige Belastung. Also man sieht es hier sehr schön, was der DAI da in der Lage ist, für Wunder zu wirken, und auch, dass man das ganze Mysterium rund um der Funktion Asymmetric Phase Feeding versteht. Unter Asymmetric Phase Feeding verstehe ich aus Sicht des DAI-Inverters, dass er asymmetrisch einspeisen darf. Das heißt, haue ich das Häkchen rein, hat der DAI-Inverter die Möglichkeit, weil er kann ja 150% Asymmetrie auf den Ausgang darstellen. Nicht vergessen, 150% maximale Asymmetrie, was er kann. Der 12er könnte theoretisch 6000 Watt auf einer Phase. Aber die 6000 Watt klappen nur dann, wenn das Gesamtvolumen von 12 kW nicht überschöpft wird. In der Regel unter einer reinen symmetrischen Belastung kann der 12er 3x 4000 Watt, sprich die 12 kW. Nur eine Randnotiz an euch. Asymmetric Phase Feeding verstehe ich, dass der DAI-Inverter die Möglichkeit hat, asymmetrisch ins Netz zum Einspeisen und dadurch diese Symmetrie erzeugt. Ich hoffe, ihr versteht die Tragweite. Wir haben jetzt keine Batterie angeschlossen und trotzdem gleichen wir das Netz aus. Aber Achtung, das Feature funktioniert nur unter einer Bedingung. Es muss der PV-Schalter seitlich am DAI eingeschalten sein, damit einmal die Kiste online ist. Ja, er braucht diesen Schaltimpuls vom PV-Schalter. Und er braucht eine minimale PV-Spannung. Ich habe jetzt schlechte Wetterlage. Wir haben aktuell, ihr seht es, 306 Volt und die 0,4 Ampere. Das war auch bei meinem Balkonkraftwerk-Video, wo ich gesagt habe, liebe Balkonkraftwerk-Freunde, ihr müsst schon immer diesen Strom anschauen, weil der Strom ist jetzt immer egal, ob eine oder zehn Platten sind. Wir haben bei diesem schlechten Wetter gerade mal 0,4 Ampere. Und dann natürlich habe ich die Spannung. Ich habe hier 10 Platten, das heißt, die PV-Platte hätte 30 Volt und 0,4 Ampere, was ich bei meinem Balkonkraftwerk im Wertervideo gemeint habe, dass man da auch wirklich die Kirche im Dorf lassen muss und sich das immer genau anschauen muss bezüglich den Arbeitspunkt. Aber jetzt genug der Verwirrung. Es geht hier darum, diese Spannung brauche ich, irgendeinen quasi Erzeugerwert brauche ich auf dem PV-Generator. Jetzt macht er das gerade nicht, weil das Häkchen nicht gesetzt ist. Vor lauter Haken schmeißen, jetzt ist er drin. Jawohl, er macht es wieder. Ihr habt gesehen, der Haken. Und wenn ich aber hier seitlich den Schalter auf Off schalte, geht er auch da drin auf Off, weil er keine Energiequelle mehr hat. Leider nur Schalter betätigen alleine reicht nicht. Ich zeige euch das jetzt da. Ich kann ja meine Strings hier abschalten. Okay.
Das heißt, ich gehe raus, ich schalte jetzt da nur den Schalter auf On. DC steht an und er geht auch hier sofort auf On und er beginnt auch sofort mit diesem Asymmetric Phase Feeding. Schalte ich jetzt aber die Stringspannung komplett aus. Ihr habt im Hintergrund vielleicht das Klacken gehört und schon wieder ist es vorbei mit diesem Feature. Man sieht, hier ist definitiv keine Spannung, auch das DC-Lämpchen leuchtet nicht. Somit, man muss hier leider halt eine gewisse Spannung vorgeben. Natürlich ist die Batterie angeschlossen, funktioniert das Feature sowieso. Das werde ich jetzt schnell machen. Für die Schlauen unter euch, euch wird sicher aufgefallen sein, ich habe es geschafft, dass fast keine Restspannung dort drauf war. Bei der Batterieseite, ich habe das wieder mit meinem Trick 17 hier mit der 100 Watt Glühbirne gemacht und habe einfach auf der Busbar die zwei Leitungen zum Teil, im Prinzip die Kondensatorbank, leer gemacht. So, jetzt da, im Idealfall, es gibt ein Short-Video, wo ein super Zuseher von uns das mit einem Lastwiderstand gebaut hat. Das heißt, er hatte einen Lastwiderstand fürs Pre-Charging. Das heißt, diese Leitung hier müsste jetzt weggeklemmt sein, kurzzeitig mit einer Sicherungsautomaten in Serie geschaltet, dass im Prinzip die Kondensatorbank nicht den vollen Strom ziehen kann, sechs dieser blöden und öden Lichtbogenentwicklung, weil würde ich jetzt einschalten und wären da meine Batterien da unten eingeschalten, hätte ich da einen vollen Lichtbogen. Habe ich jetzt nicht. Bitte kurz diesen Short anschauen, vielleicht versteht ihr, um was es geht. Hier habe ich jetzt aktuell keinen Lichtbogen, obwohl es gerade leicht klack gemacht hat. Vielleicht habe ich vergessen, eine Batterie zum Ausschalten, das mag durchaus sein. Die sind nämlich relativ leer. Aber im Prinzip, das war's einmal. Und jetzt starte ich mein System. Bei mir ist das die Masterbatterie. Ich starte jetzt nacheinander mal bei mir die drei Pylon-Tech, weil ich fahre ja eine direkte Kommunikation über den Pylon-Tech-Batterien. Dann, wenn ich sehe, die Kommunikation ist aufgebaut, sehe ich das anhand der ganzen Run-Lämpchen. Wenn die Batterien voll wären, hätte es jetzt da hier kurz geblinkt. Jetzt habe ich alle ausgeschalten. Jetzt schalte ich alle ein. Jawohl, man sieht es durchrauf, wie das alles ist. Und jetzt, da kommen erst die anderen Batterien rauf, sonst würde ja meine Batteriebank auf Störung gehen. Weil die fahren ja alle im Standalone-Bereich jetzt damit, die Batterien. Nicht schrecken, die sind jetzt alle fast leer, weil heute schlechte Wetterlage. Aber irgendwann sollte theoretisch hier ein Run-Lämpchen kurz aufblinken. Oder haben sie jetzt gerade überhaupt keinen Bock? Fakt ist, sie sind drauf, sie sind on. Ah, es hat nur gebraucht, jetzt starten sie nacheinander. Ihr seht, sie sind leer. Und was jetzt mit der guten dritten und letzten? Ja, die hat ein bisschen Zeit gebraucht. Gut. So, ich habe inzwischen die Batterie wieder online gebracht und man sieht, das haut auch mit angeschlossener Batterie tadellos hin. Nicht vergessen, ich habe hier im Eigenenergie-optimierten Bereich über 10%. Das heißt, die Nulleinspeisung von DAI-Konzept würde erst über 10% arbeiten. Also jetzt nicht täuschen lassen. Ich bin auf 6%. Also im Prinzip mit angeschlossener Batterie, jetzt schalte ich den PV-Tracker aus. Das war eigentlich jetzt ja der Grund, wieso ich jetzt die Batterie angeschlossen habe. Und weil eben eine Batterie angeschlossen ist, haben wir noch immer das schöne Pünktchen mit On und dadurch klappt auch hier das Feature Eigenenergieoptimierung, asymmetrisches Phase Feeding. So, ich glaube, das Asymmetric Phase Feeding hätten wir jetzt abgeschlossen und noch zwei Randnotizen, die was mir auch sehr am Herzen liegen. Solar Arc Fault On, das ist die Lichtbogenerkennung. Ganz ein tolles Feature, damit dir deine Solarplatten am Dach, wenn die einen Fehler haben und einen Lichtbogen produzieren bei den Steckverbindungen, würde er das mit diesen Häkchen erkennen. Das Häkchen ist ein Must-Have. Automatische Fehlerquittierung würde ich euch nicht empfehlen, weil dann bekommst du es erst wieder nicht mit, dass ein Fehler verursacht hat, wenn wirklich was bei der Verkabelung bei den PV-Platten ist. Also, damit wir 90% der Dachbrände bei unseren Solarplatten beschränken und einschränken können, ist hier ein super Feature mit eingebaut. Des Weiteren das Signal Island Mode. Bitte haut das Häkchen trotzdem rauf. Es gibt zwar Firmware-Versionen, wo das auf steirisch scheißegal ist, dass hier das Häkchen gesetzt ist, aber wenn das Häkchen gesetzt ist, hast du im Off-Grid-Betrieb die Garantie, dass er hinten zwischen N und PE die Nullungsbrücke schaltet. Für das ist dieses Feature geeignet. Es tut nicht weh, wenn das Häkchen gesetzt ist mit Signal Island Mode. Klar, die Idee mit diesen Häkchen ist eigentlich, dass unten die Klemmstellen von der Klemmleiste ein Signal rausschicken. Aber ich habe es bei meinen vielen Tests, bei den verschiedensten Firmware-Versionen schon erlebt, dass es scheinbar auch beim Ausgang die Schutzspule mitschaltet. Es gibt Firmware-Versionen, wo du auch ohne Häkchen
die Garantie hast, dass am Ausgang im Off-Grid-Betrieb die Nullungsbrücke geschalten ist. Aber es tut euch nicht weh, eine Information am Rande. So, meine lieben Freunde, ich glaube mal, das war ein richtig, richtig wichtiges Feature und die Netzbetreiber, glaube ich, die werden jetzt den Teilhybrid-Inverter noch mehr lieben. Bitte nicht vergessen, wir haben das Feature auch in der Hochvolt-Serie. Die Hochvolt-Serie ist absolut identisch und ich werde euch bald mein Balkonkraftwerk 2.0 in der einphasigen Edition von den Teilinverter zeigen. Das kann nämlich auch ganz, ganz viel Sinn machen, wenn nämlich zur Sommerszeit wir das Problem haben, dass die Spannung von unserem Stromnetz in der Niederspannungsseite schon über 253 Volt ist, weil dann müssen ja die ganzen Anlagen auf der Exportseite abregeln. Aber da gibt es ein eigenes Video, was sehr spannend wird. Alle, was ein Balkonkraftwerk besitzen, werden dann relativ enttäuscht sein, weil das Balkonkraftwerk bei dieser hohen Spannung, wenn es richtig von der Firmware gesettet ist und von NA-Schutz, wird dann einfach aufhören mit der Leistungsproduktion. Aber hierzu eigene Videos. Ich glaube, wir haben heute wieder ein wunderbares Feature rund um unseren Freund, den DIY-Inverter, kennenlernen dürfen. In diesem Sinne, habt's eine wunderbare Woche. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Mr. Mining. Tschüss, baba.